Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Colosseum. Ja, wir sind hier am Duellberg und wir wollen jetzt Areal 9 machen. Denn Areal 9 ist das nächste Areal. Und wir sind jetzt knapp Level 60, also passt das mit dem Areal 9. Denn der Endboss hat, glaube ich, ein Pokémon Level 60. Und von daher sollten wir recht gut aufgehoben sein. Hoppla, endlich mal wieder ein Aspirant, der sich bis hierher vordringt. Ich habe nur Aspirin verstanden, aber egal. Wir kommen in Area 9, dann wollen wir mal gleich loslegen. Bonino. Und zwar hat er Girafarig und Ninjask. Ja. Girafarig Finte und Ninjask Psychokinese. Würde ich jetzt mal so versuchen. Denn das kommt mir denn so richtig vor und wenn mir das so richtig vorkommt, dann passt das eigentlich auch. Weil ich weiß, Girafarig ein Psycho-Pokémon ist, glaube ich. Glaube ich, wie gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Wenn nicht, dann bin ich vom Kartenspiel verwirrt. Aber wenn es jetzt sehr effektiv ist, dann wissen wir, es war ein Psycho-Pokémon. Und es war ein Psycho-Pokémon, dann war ich nicht verwirrt. Wie gesagt, ein fliegendes Pokémon, was keine Flügel hat. Girafarig. Finte und Psychokinese. Du hast Knirscher. Böse. Nicht töten, nicht töten. Dankeschön. Psychokinese und Sengodown. Immer wieder spannende Kämpfe. Weil die letzten waren ja jetzt wirklich ziemlich nervig. Wirklich, wirklich nervig. Allein auch schon aus dem Grund, weil ich gegen alle schon mal gekämpft habe und ich das nur gemacht habe, um mir Krypto-Pokémon zu krallen. Ja. So, hier Finn zum Psychokinese sollte auf jeden Fall reichen. Die Psychokinese hat schon gereicht, also passt das. Ich muss aufpassen, dass mein Kaffeebecher da nicht umkippt. Auch wenn da kein Kaffee mehr drin ist. Der Aspirant gewinnt. Tja, das Aspirin gewinnt halt immer gegen die Kopfschmerzen des Todes. Bis wohin wird unser Aspirant wohl schaffen? Halten wir diesen jungen Trainer gut im Auge. Und das war's mit dem heutigen... Nein. Heute nicht. Noch nicht. Okay, Tsena hängt immer noch auf Level 59. Egal. Wen haben wir hier? Willkommen, willkommen. Willst du wissen, wie du besser auf die Mädchen wirkst? Nee, will ich nicht wissen. Wen haben wir hier? Normalo Walt. Kappels und Tohaido werden von Normalo Walt in den Kampf geschickt. Bist du Disney? Also heißt du Disney mit Nachnamen? Und warum haben sie sich Walt genannt? Ja, ich würde sagen, hier passt eigentlich nur die Finte auf Tohaido. Psychokinese auf Kappels. Sollte doch recht gut klappen. Der Psychokinese auf Kappels. Und Tsena hat jetzt auch endlich Level 60 erreicht. Und mich stupst gerade jemand auf den TS an, den müssen wir mal kurz anstupsen und sagen, dass ich in der Aufnahme bin. So. Eben kurz gesagt, wenn ich in der Aufnahme bin.
Ja, nochmal eine Finte und hier nochmal eine Psychokinese. Und ja. Ja, nochmal eine Finte, nochmal eine Psychokinese. Und Forstelka. Ja, da kann ich jetzt zur Nutte wunderbar gebrauchen. Aber ich lasse die beiden erstmal vorne. Wird schon passen. Finte und Psychokinese. Schädelwumme. Och nö. Ja gut, das kann Psyan auf jeden Fall gut verkraften. Auch wenn es nicht so effektiv ist, zieht es die Hälfte ab. Interessant. Hydro dürfte jetzt down sein. Dementsprechend dürfte Walt jetzt sein letztes Pokémon hervorholen. Oder auch nicht? Ah ne, Frostgecker war ja schon der letztes. Stachler. Super. Brauche ich jetzt wozu, wenn du noch einen Pokémon hast und ich es sowieso besiegen werde? Richtig, gar nicht. So, nach Tara kriegt schon fast das nächste Level ab. Ich sollte dir doch etwas ganz Besonderes beibringen. Vielleicht habe ich dir das Verlieren herbeigebracht. Krass. Ich hätte dir beibringen sollen, wie man im Kampf gewinnt. Ja, hast du ja im Endeffekt. So, auf zum nächsten. Ich habe schon von dir gehört. Mal sehen, wie stark du wirklich, ob du wirklich so stark bist, wie alle erzählen. Brillentyp Stan. So. Barnett. Und Magneton. Okay. Bei Barnett bin ich, würde ich sagen, Unlicht. Und bei Magneton will ich mal mit Psychokinese probieren, auch wenn es nicht wirklich effektiv ist durch den Metalltyp, aber... Also durch den Stahltyp, aber... Egal, es zieht die Hälfte ab. Und da sieht man nochmal genau, dass es drei Magnetilos sind. Ein Magneton. Barnett sieht irgendwie auch voll gruselig aus. Also diese Spukbälle. Und dann nur solche, die sehr effektiv sind. Weißt du, fuck the police, ehrlich. So, wen kann ich denn jetzt reinholen? Ich glaube, Tornupto ist recht hilfreich. So, hier noch eine Finte und da einen Flammenwurf. Wir haben bisher nur 10 Minuten verdeilt hier quasi und dafür, dass ich jetzt schon bei Plattform 3 bin von Areal 8. Ist das nicht schlecht? Einfach von Areal 9, meine ich natürlich. Areal 8 war ich ja das letzte Mal auf dem Duellberg. Und habe mich zu Tode trainiert. So, dann haben wir da noch Mantax und Velsa. Ich könnte jetzt ja einfach mal so spaßeshalber... nach Tara umbringen. Ist mir ehrlich gesagt egal, weil nach Tara ist ein Tank und es bringt nach Tara nicht um. Und ja, hat keine Wirkung auf Mantax, ja.
Sollte ja auch nur wegen Dingens sein, wegen Welser, weil ich will Welser unbedingt weg haben, weil ich will unbedingt Ampharos draußen haben. Intensität, ja super. Leck mich fett. Nachtara hält es wunderbar aus, aber Tornopto nicht so unbedingt. Mantax interessiert es einfach nicht die Bohne. Nochmal eine Finte auf Welser und nochmal ein Erdbeben und nach dem Erdbeben sollte Tornopto dann eigentlich recht weit down sein. Wem hat Welser jetzt erwischt? Das ist gut, weil Welser hat nämlich Wasserboden und durch den Bodentyp hat Elektro natürlich keine Wirkung. Gut, nach Terra Level 61. Das passt natürlich super. Lupfstrahl hoffentlich auf Tornopto, weil die KI ja jetzt denken kann. Jawohl. Und deswegen holen wir jetzt Ampharos raus. Denn Ampharos ist der Chillmaster schlechthin. Und wird mit seinem Donner komplett das Mantax grillen. Mit dem Remoraid unten dran. Döner! Toll. Super. Hat ja wunderbar geklappt. Mir aus hättest du jetzt auch verwirrt sein dürfen. Aber Döner! Und Mantax ist tot. Na bitte. Und wir haben den Brillentyp Stan besiegt. Du bist stark. Ja, ich weiß, dass ich stark bin. Ich weiß das. Es scheint die Gerüchte stimmen. Ja, die Gerüchte stimmen vielleicht auch. So. Nach Tara tauschen wir gegen Ampharos aus. Ich mach mal von hinten wieder durch. Ich glaube, bei Level 65 höre ich auf. Ich bin der berühmte Stirnbandmeister. Stirnband? Du trägst gar kein Stirnband. Aether. Aether? Hey, guck mal, der hat Aether. Raichu und Lombrero, geh mir weg mit Lombreros. Die Queen hat mich schon komplett aufgeregt mit Lombreros und Cavaloris und... Ja. Hier, Döner und du da, mach mal den Psycho-Chinesen da. Fuck, für Raichu hat's fast gereicht, fast. Du setzt jetzt Raichu nur Agilität ein. Hoffentlich reicht der Donner für Lombrero. Und das tut er. Das ist gut. Elektroball. Elektroball ist auch mal witzig. Dann will ich mal sagen, mach ich mal... Ja, super. Donner auf Raichu und Psychokinese auf Elektroball. Ja, super, Donnerwelle. Danke für die Paralyse. Wen auch immer die jetzt geht. Yay, auf Psyana. Psyana hat's voll verdient, aber durch Synchro kriegt Raichu jetzt auch was davon ab. Ein Funkensprung juckt Psyana einfach nicht die Bohne. Psychokinese gibt's trotzdem. Sogar eine extra starke. Durch den Statuseffekt. Und Stab. Den Stab ist cool. Dann hätten wir auch noch Altaria. Und Altaria kann ich auch wunderbar mit Donner wegballern. Ich glaube, ich habe hier im Spiel noch nie gegen einen Raichu gekämpft. Fällt mir gerade mal so auf. Hier Döner und Psychokinese. Der Döner trifft. Und Altaria ist tot. Perfekt.
Wir sind bei der Hälfte des Parts und wir haben jetzt schon 4 Plattformen gemacht. Verflixt. Wieso habe ich mich gefragt, wieso ich nicht in Form bin? Ich habe mein Stirnband vergessen. Ja, ich habe doch gesagt, du hast kein Stirnband auf. Aber YOLO Capolo. Auf geht's zum nächsten Trainer. Was soll dieser lange Mantel? Der behindert dich doch nur beim Kämpfen. Nö, tut er nicht. Ehrlich gesagt, sieht einfach nur cool aus, weil ich habe ja auch so einen Matrix-Mantel hängen bei mir im Zimmer. Und Matrix ist halt eigentlich immer cool. Außer der zweite. Der zweite ist nicht so toll. Der dritte ist aber wieder besser. Wenn noch verrückt. Octillery. Ich würde sie auf Kributak einsetzen sollen. Psychokinese auf Octillery. Weil Psychokinese gegen Kributak bringt nichts. Weil ist unnicht. Es sei denn, ich erzähle dir wieder irgendeine Scheiße. Was ich häufig tue, aber eigentlich sollte das jetzt recht gut alles funktionieren, denn ich bin dezent überlevelt. Und dezent überlevelt ist immer gut. In Toron. Du kämpfst auch nur mit Wasser-Pokémon, ne? Das macht mir alles nochmal viel leichter. So, Donner auf Enteron und Psychokinese auf Alaris. Und Alaris. Aha, überlebt's knapp. Knapp. So knapp. Kaskade. Auf Ampharos, das hast du jetzt nicht ernsthaft gemacht. Das war dein Untergang. Tschüss. Und damit ist Enteron auch down. Ampharos erreicht Level 61. Eisenabwehr. Und nur die Verteidigung steigt. So, hier ein Döner und eine Psychokinese. Hoffentlich gibt es noch Level Up für Psyana. Ne, schade. Ist leider nicht mehr drin. Nein, besiegt. Ist der Mantel einfach dein Glücksbringer? So wie der Stürmer von dem alten Opa von vorhin? Könnte sein. Ob ich wohl mit so einem Mantel auch stärker werde? Ich glaube nicht. So, hier kommt die Beldra. Und wir gehen zur nächsten Plattform. Ich sehe genau an, mit wie viel Leidenschaft ich kämpfe. Aber gerne doch. Das krasse ist, wir haben gerade mal knapp 20 Minuten. Ich bin jetzt schon bei Plattform 6. Oh, guck mal, du hast Saganabis. Lubella und Saganabis. Sie sagt mir, dass es weiblich ist. Och, Glück gehabt. Weil männliches Saganabis, das passt irgendwie nicht. So, was kann ich denn hier machen? Ich kann hier Feuer-Odem und Psychokinese kann ich machen. Der Rest bringt mir aber auch nichts. Oder irgendwas anderes bringt nichts. Saganabis down. Und endlich das Level Up für Psyana. Ui, Miltank. Mensch, hat das Ding dicke Euter. Oh Gott, oh. Warum bringe ich eigentlich die eigenen Scheißwitze? Ich frage mich gerade, warum ich sie gebracht habe. Also dadurch sind jetzt Wasserattacken haben deutlich ihre Wirkung verloren. Aber ich mache es diesmal so rum. Bella mit Psychokinese angreife. Und ja. Ich kann hier wunderbar trainieren gerade. Hey, du hast mein Amphi geklaut. Feuer-Odem. Okay.
Das hat schon ein bisschen reingezogen. Paralyse, dein Synchro. Nigis. Das ist mir noch gleich das Sonnenlicht. Das ist jetzt eigentlich perfekt für Tonopto, aber interessiert mich nicht, ehrlich gesagt, gar nicht. Den Feuer-Odem passt ja auch noch. Ich muss hier gerade mal ein bisschen was zur Seite räumen, damit ich mich gerade ein bisschen zurücklegen kann. Meine Beine so ein bisschen ausstrecken. Durch das ganze Kabelwirrwarr hier vor meinen Füßen. So, nice. Das Feuer-Odem und Psychokinese nochmal. Miltank ist down. Einfach aus jetzt Donner ein. Ja, super. Hätte es nicht bisher noch mal kurz umbringen können? Das hätte es, glaube ich, eher gebracht. Und noch gleich ist es Sonnenlicht. Und ich glaube, Feuer-Odem reicht nicht. Nicht auf diesem Level. Auch locker nicht. Locker nicht. Trotz der. Du hast Donnerschlag drauf? Warum hast du Donnerschlag drauf? Weil wir jetzt immer Psyana down. Jetzt kann ich mal kurz Tonopto nach vorne holen. Und Tonopto gibt dir den Rest. Mein liebes Ampharos. Naja, weil ich eh nicht gebraucht. Ich habe eh keine Feuerattacke eingesetzt. Denn ich setzte Erdbeben ein. Erdbeben hat natürlich die gewaltige Power jetzt. Das war auf Ampharos. Und down. Perfekt. Hast du gesehen, wie leidenschaftlich ich kämpfe? Ja, doch, war schon auf jeden Fall deutlich schwieriger als die letzten Kämpfe. Wenn es um Leidenschaft geht, habe ich gewonnen. Naja, ich habe auch mit Leidenschaft gekämpft. So, komm hier. Mal den beiden. Und die beiden gehen eigentlich vorne weg. Oder dreht sich das Bild? Weißt du, du weißt es vielleicht nicht, aber ich trainiere viel härter als du. Glaub ich nicht. Na gut, doch, schon, gerade schon, ja. No Mountain, toll, ein Palindrom. Ich wusste, dass es gut war, Panzerero nach vorne zu holen, es ist gut, weil die beiden nach vorne zu holen, weil die Beldra kann und nicht Attacke, es gibt gegen Xatu und Panzer-Eron mache ich mir noch Feuerattacke platt. Flammenwurf. Und die Duellwerk ist auch super, weil du bist einfach nach jedem Kampf geheilt. Deswegen ist es hier eigentlich so einfach zu trainieren. Tengulist. Finde ich super. Ah, für Xatu hat's nicht ganz gereicht. Super, Konfusstrahl. Dankeschön. Super. Ui, toll. Ja, was kann ich hier natürlich machen? Natürlich nochmal einen Knirscher und Flammenwurf. Böse. Böse. Habe ich gesagt, böse. Ganz, ganz böse. Aber du nicht, du machst wenigstens noch was. Xatu ist jetzt wie so eine Statue, die umfällt. Egal. Rizeros. Ich glaube, da kann ich was mit Erdbeben machen. Was kann ich hier machen? Ich glaube, ich mache mal Feuer-Odem auf Tengulist und sonst hier Erdbeben. Böse. Ich sagte böse. Böse ist Tonopto. Böse. Ah, ich mache gleich eh Schluss. Für den
Part nach dem Kampf hier will ich den Part beenden. Toll. Jetzt hast du Erdbeben eingesetzt. Jetzt bist du mir zuvor gekommen. Du Scheißteil. Natürlich willst du es noch umbringen. Also, war direkt klar, war klar. Kann ich aber immer noch trollen. Ich habe nämlich Surfer. Mit Surfer kann man doch schon so einiges machen. Sentangulas hat jetzt H2O Absorber, was ich nicht hoffe. Ich glaube, es geht sogar gar nicht. Nee, aber ich denke mir jetzt mit dem Rest zusammen soll es reichen. Mit dem Knirscher. Nee, dem Feuerholem. Tangolist down. Warum nur? Weil ist so. Ja, genau, weil ist so. Wegen den Pokémon ist so. Trainiere ich etwa immer noch nicht gut genug? Toll. Das Telefon klingelt und ich würde sagen, das war das perfekte Zeichen, um aufzuhören. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.